Core Gamer Production. Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, das... Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. So, und damit, ja, herzlich willkommen zum ersten Folge von Chaos auf Deponia. Ja, wir sind in Teil 2, wir sind im Tutorial und der gute Bozo, den wir ja ziemlich zum Ende von Teil 1 kennengelernt haben, der will uns hier behilflich sein, dass wir hier die Presse reparieren. Was so ein bisschen aussieht wie das Tutorial aus Teil 1, ist aber natürlich, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch, Rufus oder mich belüge, wenn ich jetzt sage, das ist nicht das Tutorial aus Teil 1, aber ja, es ist halt wie es ist, ne, hier ist unser Rufus, ne, alles beim Alten, ne, Besserwisser, Erfinder, lässiger Typ und saustark, ja, und wir reden erstmal mit Bozo. Rede mit Bozo. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, wie man so ein Objekt ansieht, wie man ne? ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechtsklicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Der Ping-Pong-Ball, wer kennt ihn nicht? Was ist das? Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Okay, wir nehmen den Jing auf, ne? Manu, wo ist er denn? Du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, okay. Da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? So. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Und genau, dort kombinierst du schon. Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade ja. Dabei. Hat sich nichts geändert, ne? Hauen wir hier zusammen, die beiden Guys. Sieh her, Bozo. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Und super lässig, ja, also, ne? Saustark und lässig sind seine Bastler-Skills. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Okay. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier
Auf diesen Knopf gedrückt und dann? So lahm fand ich die jetzt gar nicht. Nee, nicht wirklich, ne? Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Sie waren auf der Suche nach Gol, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Goals Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Goals Gehirnimplantat, und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel: die Sprengung unserer Welt. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten und gab Gol die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein? Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig, warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Ja, natürlich kommen wieder die Songs von Poki mit rein, ne? Natürlich, muss sein, ne? Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm gegen grenzt, war schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Wächst dir den Meter den Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Plan. Willst du mich heule hier nochmal von vorn? Noch einmal von vorn. Ja, und da haben wir dann die Titelkarte, ne? Chaos on Deponia, Chaos auf Deponia, Teil 2 der Trilogie, wobei es mittlerweile 4 Teile sind, aber da kommen wir später zu. Ja, ich liebe Pokis Songs, ohne Scheiß. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Er da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, da war Rufus noch ein... Wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen.
Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ja? Ich weiß nicht so recht. Irgendwas scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Okay, sie sind fertig. Dann gehen wir doch erstmal in die Toilette. Ich einfach nicht gern, wenn jemand in meiner Privatsphäre herumschnüffelt. Tut mir leid. Obwohl. Aber Oma, Rufus ist doch kein Spanner. Nein, ich doch nicht. Okay. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich, ich bin dabei. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Okay, dann Werkzeug. Oh, ein Stromumkehrer. Hast du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich doch nicht. Ich vertraue ihm vollkommen. Zu Recht. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Hupla. Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Ja, ist viel vorsichtiger als früher. Er hat zumindest beeindruckende Skills beim Aim, ne? Also, Hammer. Auf mich wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Hoppla, Entschuldigung, das war kein... Okay. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Hoppla. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Eventuell fasse ich das ein wenig als Herausforderung auf. Und du bist sicher, dass er weiß, was er tut? Auf mich wirkte er so, als wäre er zu dumm zum Knöpfe drücken. Das täuscht. Rufus ist ein Bastler, wie ich. Er kennt sich blendend mit jeder Art von Maschine aus. Und du bist sicher, dass er weiß, was er tut? Auf mich wirkte er... Ja, okay, warte. Ja, das hatten wir schon. Muss ich erst auf den... Es ist, als würde er... Rufus ist ein intelligenter Bursche. Er weiß, was er tut. Aha. Feuer? Vielleicht... Oh, warte mal, ich geh mal hier. Oh. Und wenn er auf... Ja doch, Oma. Ich hab nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Ja, vielleicht. Autsch. Vielleicht den Stromumkehrer? Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. Ja, um 360. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Ja, ne, das jetzt mal spüren wir mal eben. Auf keinen Fall soll er Opfipieps so viel zu trinken geben. Ich glaube, ob sie Opfipieps hat gerade... Oh mein Gott, das... Deine einzige Sorge ist... Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Höchstens mit voller Absicht. Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut. Dieser arme Vogel. Bis zum Monatsende auskommen. Dieser arme Vogel. Scheiß jemand an, Alter. Oh. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen.
Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Ja. Es kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ja, so wirkt er auch gerade. Ach, okay. Oma Utz. Als würde das überhaupt nötig werden. Ja, ich bin mir da auch gerade nicht so ganz so sicher. Wenn du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Ich glaube, der Zug ist schon lange abgefahren, junge Frau. Versprochen. Was haben wir getan? Na gut, auf jeden Fall haben wir die Nasse. Da muss ich wohl das Handtuch werfen. Oder die Tischdecke, je nachdem. Das scheint sich wirklich gebessert zu haben. Ja, oh Gott, was haben wir mit dem armen Vogel gemacht? Na holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Ja. Genau genommen, I don't know. Schwierig gerade, ne? Was riecht hier eigentlich so seltsam? Nichts. Hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Nah dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Okay, ja? Schau gut hin. Rufus, nein. Doc, Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc retten oder nach Elysium. Verdammt, was mache ich nur? Beides. Wir machen beides. Wir haben hier ein Messer. Ich komme ran. Da habe ich mich wohl verschätzt. Muss am Wind liegen. Aha, okay, dann vielleicht auf. Hep. Zirkusreif wie immer. Wir sind halt einfach clever. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Das kitzelt. Okay, dann nehmen wir doch mal hier den Pfannenstiel. Könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Okay. Easy und vollkommen realistisch. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Es hat geklappt! Ich habe Doc gerettet! Okay. Rufus, musste das so? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht.
Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Bol und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte. Damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Er lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo-Sachs wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Ja, das machen wir, aber erst in der nächsten Folge, ja, in der zweiten Folge zu Chaos of Deponia. Ja, ich sage an dieser Stelle zu euch, see you guys, und schaltet wieder bei der nächsten Folge ein, wenn der liebe Rufus sich aus dieser brenzligen Situation befreien wird. In Chaos auf Deponia. Hey you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Productions.